Hallo und willkommen zu einem eher traurigen Anlass. Es geht um Hexen oder vermeintliche Hexen, auf die über Jahrhunderte von der katholischen Kirche Jagd gemacht wurde. Der Trierer Weihbischof Petrus Binsfeld aus dem 16. Jahrhundert hat aufgrund der auf der Folter erzwungenen Aussagen 1589 einen neuen Hexenhammer, den Tractatus de Confessionibus Maleficorum et Sagarum, veröffentlicht, der auch in anderen Teilen Deutschlands wie dem Herzogtum Bayern verhängnisvoll gewirkt hat, da er Folter und Verbrennung sogenannter Hexen kompromisslos befürwortete. Die Hexenverfolgungen entwickelten sich zu einer wahren Geißel des Volkes, die alle Konfessions-, Standes- und Geschlechtergrenzen überstieg. Der Jesuitenpater, Professor und Dichter Friedrich Spee wandte sich in seiner Cautio Criminalis an alle Personen und Institutionen, die an der Durchführung der Hexenprozesse beteiligt waren. Wie seinen weniger bekannt gewordenen Vorkämpfern Johann Weyer, Anton Hoveus, Adam Tanner und Cornelius Pleyer ging es Spee darum, die grauenhafte Praxis der Inquisition zu überwinden. Noch vor 430 Jahren verbrannte die Kirche in Trier den Unirektor Dietrich Vlade als Hexenmeister. Weihbischof Peter Binsfeld sorgte dafür, dass er verhaftet wurde. Auch Vlade hielt der Folter nicht stand und sagte, was er sagen sollte. Und das Vermögen des Hexers wandert, in die Hände des Erzbischofs Johann des 7. von Schönenberg, der zugleich als Kurfürst fungiert. Vlade war ein prominentes Beispiel für die Grausamkeiten der Inquisition. Zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert klagte die Kirche in ganz Europa rund 3 Millionen Menschen wegen Hexerei an. Und bis zu 60.000 Menschen wurden hingerichtet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 3/4 der Opfer waren Frauen. Und Folter als Mittel zur Wahrheitsfindung hatte Papst Innozenz IV. Im Jahre 1252 persönlich erlaubt. Vlades Wirken und Tod fällt genau in die Zeit des Höhepunkts der Hexenverfolgung, also ca. 1550 bis 1650. Und auch wenn die Kirche sich zur Ausführung der Torturen des weltlichen Arms bediente, also die Ausführung, so hat sie nach anfänglicher Ablehnung von Gewalt gegen Heretiker letztlich den Gebrauch der Folter gutgeheißen, um ein Geständnis der Häresie zu erlangen. Und das entsprechende kirchliche Dokument war die Constitution ad extirpanda von Papst Innozenz IV. Aus dem 13. Jahrhundert. Und diese Konstitution ist von 1252. Und hier ist die Quelle dazu. Die Engländer, die sich ab 1628 in Salem niederließen, wollten dort als Gottes auserwähltes Volk das neue Jerusalem bauen. Es sollte eine Theokratie werden, mit der Bibel, insbesondere den mosaischen Gesetzen als Gesetzbuch in dieser neuen Welt. Und Hexerei war ein todeswürdiges Verbrechen, was die Puritaner in ihrer Gesetzgebung von 1641 und 1648 festschrieben. Damit standen sie in der Tradition der Gesetzgebung in ihrem Herkunftsland. Das Gesetz bezog sich direkt auf Exodus 22, 17, wo die Tötung von Hexen angeordnet wird. Also die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Das steht so in der Bibel. Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Da kann man nicht diskutieren, sondern man muss akzeptieren, dass dies so in der Bibel steht. Und dann einflussreiche Geistliche in New England waren mit den Hexenproben und Prozessen bei Kindern aus den schwedischen Hexenprozessen aus 1660er und 1670er Jahren gut vertraut, so dass das Motiv
des Teufelspaktes und die Hexenversammlungen aus Skandinavien stammen könnte. Und was sagen jetzt Apologeten dazu? Nee, sagen die einfach, jawohl, es steht in der Bibel, jawohl, das war damals so, das war schlimm, das ist ein Tiefpunkt der katholischen Kirche. Nun, die katholische Theologie hat den Volksglauben an Hexerei und Zauberei im Laufe der Zeit als Irr- und Aberglauben charakterisiert. Also, aber das ging schon früher los, weil bereits im 10. Jahrhundert missbilligt der Kanon Episcopi den Hexenglauben als dämonisch inspirierte Einbildung. Durch heidnische Vorstellungen werde dem Irr- und Aberglauben im Volke Vorschub geleistet. Eine Realität wird den berichteten Erfahrungen nicht beigemessen. Zum Beispiel wird der Hexenflug nicht akzeptiert und nicht in der Realität gefunden. Und das war für Jahrhunderte die verbindliche kirchliche Position. Dämonenangst und Zauberei-Wahnvorstellungen hatten in der katholischen Kirche keine Chance. Die wurden nicht ernst genommen oder die Menschen gar verfolgt. Die Rolle der Inquisition wird in diesem Zusammenhang auf völlig falsch eingeschätzt. Nur an einigen Hexenprozessen war die Inquisition beteiligt, was in diesen Fällen dazu führte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung sank, bedingt durch die wesentlich genauere Prozessführung. Die Freispruchquote für Inquisitionsprozesse lag bei etwa 98%. Ein der Zauberei Beschuldigter, eine der Hexerei Angeklagte, hatte also Glück im Unglück, wenn die Kirche das Verfahren führte. Zumal auch die Haftbedingungen in den Kirchengefängnissen signifikant besser waren. Die Hexenprozesse fanden aber grundsätzlich vor weltlichen Gerichten statt, die dann ein Urteil fällten und zu weit über 90% einen Schuldspruch. Es fand dabei kein Prozess im heutigen Sinne statt. Geständnisse, auch die Denunziationen, wurden oft durch Folter erpresst. Wenn man aufgrund der unterschiedlichen theologischen Auffassungen zwischen zum Beispiel Luther oder Calvin, also die eine Seite, und dann Rom auf der anderen Seite weiterhin davon ausgeht, dass auch die 25.000 deutschen Opfer zahlenmäßig zwischen nun Mitte des 16. Jahrhunderts, protestantischen mittlerweile, ne, und dem ungebrochenen katholischen Reichsgebieten, zum Beispiel in Bayern, das war dann ungleich verteilt, zulasten der protestantischen Gebiete. Dann hat die katholische Kirche die Verantwortung für höchstens 10.000 Todesopfer. Na, das ist natürlich super, dass es nur 10.000 waren. Für die eine Kirche, eine katholische Kirche, die Verantwortung übernehmen müsste. Und da sind die stolz drauf. Aber nach derzeitigem Forschungsstand waren es insgesamt etwa 40.000 bis 50.000 Opfer, laut Brady aus dem Jahre 1995, beziehungsweise 50.000 laut Henningsen aus 2003, bei einer Untergrenze von 30.000 bei Beringer 1998 und einer Obergrenze von 60.000 zu finden bei Levac 1987. Und was hat Jesus darüber gesagt? Nichts. Alles okay. Also bin ich besser als Jesus und fast alle Christen auch.